Hallo, hier sind wieder Silvia und Chris. Wir sind wieder unterwegs. Und zwar in Hitzacker an der Elbe und in der Altstadt. Und da würden wir euch gerne mitnehmen auf unserer kleinen Minitour. Ja. Bedeutsam ist zum Beispiel diese Gedenktafel hier für Klaus von Amsberg. Der ist nämlich in Hitzacker geboren und später wurde Klaus von Amsberg Prinz Klaus von Amsberg, nämlich der Mann von Beatrix, Königin der Niederlande. Ja, und auch die Königin war schon x-mal hier in Hitzacker. Und ja, dass das alles sehr sehenswert ist, vor allen Dingen der Altstadtkern hier auf einer kleinen Insel, direkt an der Elbe, das zeigen wir euch in unserem Video. Hitzacker liegt im landschaftlich auch sehr attraktiven Biosphärenreservat Niedersächsische Elbtalaue. Die Altstadt auf der Insel steht komplett unter Denkmalschutz. Das ist hier das alte Zollhaus. Da drin ist ein Museum untergebracht. Der Butt, ein Brunnen. Und das hier, das ist das älteste Gasthaus, das älteste Restaurant von Hitzacker. 1635 gebaut und seit 1700 wohl durchgehend ein Restaurant. Das ist die Touristinfo und hier steht zu Ehren von Willem Alexander eine Linde. Ihr werdet euch wundern, dass ich neben einem Zwerg sitze. Darf ich euch vorstellen, das ist Dendo, der Zahnarztzwerg. Er ist einer der vielen Zwerge, laut einer Sage, die oben im Weinberg lebten. Die kamen nachts runter, erledigten die Arbeiten von den Hitzackern, die sie tagsüber nicht geschafft hatten. Und aus Dankbarkeit stellten die Hitzacker den Zwergen denn Essen in Pfannen hin und Bier in Krügen. Und dann kam ein Fremder des Weges, der sagte, "Och, ich habe so einen Hunger, ich habe so einen Durst, trank alles aus, aß alles auf. Und es blieb nicht aus, er musste pieseln, also pieselte er in den Krug und seine Notdurft verrichtet er in der Pfanne. Darüber waren die Zwerge so sauer, dass sie also gingen und den Hitzackern nie wieder halfen. Die Hitzacker darauf hatten einen Chor gegründet, sind durch die Lande gezogen, haben Werbung für ihre Zwerge gemacht und siehe da, es kommt einer nach dem anderen wieder. Mittlerweile sind schon 30 wieder hier in Hitzacker. Dento ist einer von ihnen. Und wir haben euch noch ein paar aufgenommen und zeigen euch noch welche. Hitzacker hat in seiner Geschichte immer wieder mit Hochwasser zu kämpfen und 2002, 2006 ganz schlimme Hochwasser auch. Hier seht ihr Bilder davon, hat ein Freund von uns fotografiert und dann wurde 2008 eine neue Schutzanlage in Betrieb genommen und hoffentlich haben die Hitzacker jetzt etwas mehr Ruhe vor dem Hochwasser der Elbe. Hier mächtige Tore, die dann geschlossen werden, wenn Hochwasser droht. Hier kann man einmal um die Altstadt laufen, direkt an der Jezel, die dann in die Elbe mündet. Zum Schluss noch etwas über den Stellplatz, der eigentlich kein Stellplatz ist, sondern ein Parkplatz mit der Möglichkeit, dort mit seinem Wohnmobil zu parken.
Hier könnt ihr Grauwasser entsorgen. Das ist eine der Wassersäulen oder Stromanschlusssäulen. Jeweils kosten 2 Euro 6 Stunden Strom und 2 Euro so ca. 85 Liter Wasser. Hier seht ihr, dass der Stellplatz in ziemlicher Nähe zur Altstadt liegt. Wenn euch das Video gefallen hat hier aus Hitzacker, dann würden wir uns freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben gebt, abonniert unseren Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr immer Bescheid kriegt, wenn was Neues von uns hochgeladen wird. Und wir wollen uns bei der Gelegenheit mal schon für unsere jetzt ein bisschen über 200 Abonnenten bedanken. Und danke. Und dass einige von euch so ganz toll kommentieren, immer regelmäßig. Und darüber freuen wir uns natürlich riesig. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.